Hallöchen Freunde, weiter geht's hier mit den nächsten Festival-Rennen hier bei Forza Horizon. No, that was only a joke. Beim nächsten Festival-Rennen Yokohama GTX, nur für Allradantrieb. Da gucken wir doch mal. Wir dürfen mit diesem Auto hier nicht teilnehmen. Wählen Sie ein anderes aus. Welche Klasse? R3. Das Auto dürfen Sie hier nicht fahren. Wählen Sie in Ihrem Fuhrpark ein anderes aus. Zerstört Sie. Wollen wir nochmal gucken, wir haben ja genug Schotter, ob wir hier uns nicht ein R3 Allrad holen können noch? Irgendwie was Frisches, nochmal was Neues? Ah, sowas hatten wir doch schon. Dann würde ich sagen, nehmen wir hier das R2 Auto, was wir hier hatten. Und drosseln das ein wenig. Ihr Auto ist für dieses Rennen nicht geeignet, aber Sie können mit einem anderen aus Ihrem Fuhrpark teilnehmen. So, genau den meinte ich. Ihr Auto ist viel zu gut für diese Veranstaltung. Sie müssen es herunterstufen, ja, um zugelassen zu werden. 200 Kilogramm mehr, also da haben wir wieder die Stereoanlage, den Kühlschrank und den Grill wieder eingebaut. Und dann geht's mal ab zum nächsten Rennen und vielleicht schaffen wir ja sogar 3 Rennen in dieser Folge. Ich will's aber nicht versprechen. Also falls wir hier wirklich 2 kurze schaffen, 2 kurze kriegen die Rennen, dann können wir sogar 3 schaffen. Aber wir werden's sehen. Los geht's jetzt aber erstmal mit dem ersten Rennen. Schleudern, was soll das denn heißen? Bei mir ist das nicht schleudern, sondern driften, okay? Um das klarzustellen. Ah, jetzt lass mich mal vorbei, danke. Was? Und das Rennen ist ja schon mal nicht so richtig lang. Das ist ja gut, dann besteht die Chance durchaus. Alter, was mach ich denn hier? Mann. So, ein bisschen Geschwindigkeitsüberschub. Gerade so nicht, schade. So, 2/3 haben wir. Zack, das wird zerfetzt. Und so geht das Rennen natürlich ein bisschen schneller vorbei. Oh, Gottes Willen. Wunderbar. Was macht der Zaun denn da? Ganz egal. So, und mit 300 ins Ziel. Gut, das war das erste Rennen. Und dann machen wir uns mal schnell auf den Weg zum nächsten. Fresse. So. Gut, denn wo wollten wir hin? Hier runter, wa? Juggernaut. Dann fahren wir da mal fix runter. Das geht ja mit dem Auto hier relativ schnell. 4 Kilometer, das ist ungefähr Minütchen
Wenn überhaupt. Okay. Miese Kurve. Ja, ich bin immer noch da. Mit interessanten Fakten. Wenn ihr alle leeren Bierflaschen des Horizon Festivals nebeneinander aufstellt und dann eine umschubst wie beim Domino, entsteht daraus eine Melodie, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge Jahrzehnte andauert. Natürlich. Also, die Radiosender, die sind noch blöder als im richtigen Leben. Was mache ich denn hier? Ich bin gerade so ein bisschen abgelenkt. Entschuldigt das bitte. Alter, die kann man auch so schlecht sehen. Die können auch gerne mal Licht anmachen. Ach was. Haben Sie Lust? Ein neues Schaurennen. Ach, sieh mal an. Okay, schön, schön. Da haben wir also noch was. Das machen wir natürlich auch. Das können wir eigentlich noch irgendwo mit einbinden. Gut, jetzt heißt es aber erstmal das mit nächste Auto Rennen. Können Sie hier nicht teilnehmen. Wählen Sie in Ihrem Fuhrpark ein anderes aus. Klasse A-Wagen. Da gucken wir natürlich auch nochmal, ob was wir da kaufen können. Vielleicht ist da ja irgendwas Tolles dabei. Was uns einen miesen Vorteil gewährt. Oh. Ja. Braucht man nicht lange überlegen. Na. No. Ja, weiß ist ganz cool, oder? Gut. Dann sind wir ja bestens gewappnet hier mit den 200.000 Euro. 1.000 Credit Auto. Ja, ich denke mal, das kann man von den Preisen her sogar richtig 1 zu 1 in Euro umwandeln. Dann müsste das bei den meisten Modellen sogar hinkommen. Na gut, Porsche ist vielleicht nicht ganz so teuer. 300.000, das ist ein bisschen viel. Ich glaube auch, ja, ich sag mal so, vielleicht die Hälfte von dem. Also ein Credit sind vielleicht 50 Cent. So, Oakley Juggernauts, geht's? Und der Sator hat auch das Auto, was wir haben. Interessant. Aber hat scheinbar nicht den letzten Gang gefunden. Oder den dritten in dem Fall. Leute einmal vorbeilassen. Ah, hier ist nicht viel mit rumschubsen, ne? Bei den Karossen. Alter, und wir sind schon kaputt. Was soll das denn? Alter, und wenn ich so ein Auto für so viel Geld kriegen würde, da würde ich den Verkäufer sofort verklagen. Alter, das ist ja mal richtig kacke, die Karre hier. Sogar die Heckscheibe ist schon durch. Alter, und der kommt überhaupt nicht in die Pötte. Oh, und der... Ach, die Haley, die blöde Sau.
ist ganz vorne. Wollen wir hier nochmal kurz neu starten? Das macht, glaube ich, ein bisschen mehr Sinn, bevor uns jetzt die Zeit abläuft. Also, probieren wir es nochmal, aber ich weiß nicht, ob wir das mit der Karre schaffen. So, da ist der Start richtig wichtig. Na, kriegen wir an die nächsten auch noch? Na komm. Ach Mensch. Na gut, so nicht, so nicht. Alter, wie kriegen die Kurve so gut? Ich meine, wir waren genauso schnell wie die an der Stelle, vielleicht ein Tick schneller. Und die fahren einfach so easy um die Kurve rum. Und wir kriegen die so mit Ach und Krach. Gut, dann werden wir mal versuchen, hier einen auf Perfektion zu machen. Ah, Leute, das Auto ist einfach nur scheiße. Ganz im Ernst, da geht gar nichts. Wir brauchen irgendwas, was eine bisschen bessere Beschleunigung hat. Das Ding können wir da jetzt gar nicht gebrauchen. So. Die Rennleitung lässt Sie bei dieser Veranstaltung nur mit einem anderen Auto starten. Ah, warum nehmen wir nicht gleich den? So wird Ihr Auto niemals für diese Veranstaltung zugelassen. Ja, dann machen wir das ein bisschen langsamer und dann machen wir das Rennen jetzt normal mit einem richtigen Auto und dann sollen die anderen Idioten mit ihren scheiß Mercedes mal gucken, wo sie bleiben. Weil das Ding ging absolut nicht. Mhm. Und die Haley fährt Lexus, auch interessant, gut zu wissen. So, dann schauen wir mal, ob es mit dem Subaru ein bisschen besser klappt, Alter, und wie die ganzen dicken Karren hier schon stehen bleiben am Start. Das Problem ist, man kommt nicht dran vorbei. Ja, auf der Straße, da seid ihr noch schnell. Aber wenn wir erstmal im Gelände sind, dann ist bei euch auch erstmal Feierabend. So. Dann schummeln wir uns hier mal so langsam durch. Das geht doch schon gleich ein bisschen besser mit dem Auto hier. Warum haben wir den nicht gleich genommen? Ist doch dämlich. Der hat uns immer so treue Dienste geleistet. Der gute Subaru. So, und Haley, du. Ja, du. Keine Ahnung, da fehlen mir alle Worte bei der Frau. Das ist so eine Mischung aus Gina Lisa wie heißt sie hier? Veronika Feldbusch oder Veronika Poth. So, jetzt aber schnell. Die Zeit der Folge läuft langsam runter. Wie gesagt, in Minuten ist ja Feierabend. Das könnte knapp werden. Ah, wobei, naja, das schaffen wir. Ja, ohne was soll das denn? Machst du dich wohl ab? Das ist mein Sieg. Danke. Gut. Erster Platz. Wunderbar. Hat uns der Subaru wieder mal den Arsch gerettet. Ich will, dass Sie Spaß haben. Das ist immer sehr wichtig. So, und nächste Folge geht's weiter. Bis dann.